Hallo zusammen, heute habe ich mir mal wieder eine schnelle Rätselpartie vorgenommen. Ich komme ja kaum hinterher, zu den ganzen Rätseln die Videos zu machen, und deswegen habe ich da ja auch gar nicht so die Reihenfolge eingehalten, sondern mehr so nach Schnauze und vor allen Dingen die bisschen kniffligeren Rätsel analysiert. Auch das, was ihr euch so gewünscht habt. Und in diesem Fall kam jetzt auch der Wunsch nach dem Rätsel Nummer 25, die Gunst der Stunde. Gar nicht eins der allerhöchsten Schwierigkeit, aber ein bisschen knifflig allemal. Das Rätsel kam von Thomas Lrenčík, Bundesligaspieler von Treuchtling, aktueller deutscher Mannschaftsmeister. Und der hat hier beim En-deux dieses Spiel bekommen, also in der Zwei-Spieler-Variante, wo letztlich ab dem ersten Stich mit offenen Karten gespielt wird. Wir schauen es uns aber hier mal mit verdeckten Karten an, ob wir das quasi auch, ja, so ohne diese Zusatzinformation gelöst bekommen. Er sitzt also hier in Hinterhand, reizt das Blatt natürlich, kommt gegen Vorhand irgendwann ran bei 24 oder so. Im Skat natürlich, wie es dann mal so ist, wenn es richtig schön läuft, zweimal vierte Farbe. War ja an sich kein schlechter Ansatz. Ist dadurch auch immer noch ein ordentliches Spiel. Also noch schlimmer wäre eigentlich gewesen, wenn jetzt eine Kreuz Lusche oder Dame oder so drin liegt, ne? Oder Karo, Dame, irgendwie sowas. Eigentlich sieht es zwar erstmal mies aus, ist aber in dieser Konstellation noch nicht mal das Schlimmste, was hätte passieren können. Und es sind ja vor allen Dingen noch schon wieder sieben Augen, die kommen natürlich in den Keller und dann wird Herz gespielt. So, nun geht das Spiel los. Erster Stich, Pik 8, Pik 7, also eine richtig giftige Pille. Und natürlich, die Drückung ist jetzt, sieht jetzt nicht gut aus, aber das lässt sich ja im Vorwege nicht sagen. Ich glaube, man muss in dem Spiel Pik, Dame, König drücken. Dass nun gerade dieser Aufschlag kommt, das ist nicht vorherzusehen. Und da sollte man jetzt deswegen auch nicht die Drückung in Frage ziehen, sondern einfach überlegen, was ist hier los. Und ich meine, ziemlich sicher ist, dass Pik zu viert steht, ne? Dass hier nur die 7 ist. Ansonsten ist das unwahrscheinlich, dass er da untertaucht. Und insofern an so einer giftigen Pille kann man schon ahnen, jetzt irgendwie abschmeißen, 10 blank stellen oder hier Kreuz abschmeißen. Alles Verliererzüge. Es geht hier eigentlich nur, wenn man jetzt sticht. Die Trumpfvollen sind ja sowieso auch ein bisschen am Hängen, also 18 Augen. Und jetzt auch gar nicht über Trumpf, denn wenn man jetzt erst mit Trumpf loslegt, dann kommt natürlich nochmal Pik auf den Tisch und dann kann abgeworfen werden. Also das ist keine Option. Es muss jetzt wenigstens der Kreuz-Doppelläufer stehen. Das sollte man jetzt schon so ein bisschen erahnen. Also direkt Kreuz, Ass und 10 spielen. Wenn da was gestochen wird, wird es wahrscheinlich eh nicht gehen. So, 7, 18, 29, Kreuz 10, Dame Lusche. Das hat schon mal geklappt auf 42. Und jetzt kommt eigentlich so der Moment, wo es, ja, nochmal so eine kleine entscheidende Weichenstellung hier in dem Spiel gibt. Wenn man jetzt ein bisschen Wischiwaschi, Larifari hier eine Trumpf-Lusche rausspielt, die erstmal vielleicht gar nicht so viel schlechter aussieht als ein anderer Trumpf oder irgendeine andere Fortsetzung, dann verlierst du das Spiel, weil der Klein rausgenommen werden kann und am Ende die Buben hoch hin und her stechen können und die Trumpf 10 einfach nicht heimgeht. Natürlich ist Kreuz König jetzt auch keine Option. Einer wimmelt, einer sticht und Karo anzutreten auch nicht. Es muss jetzt schon Trumpf kommen, das ist klar, aber die Lusche ist eben hier eine Verliererkarte. Es geht tatsächlich nur, wenn man den Buben rausspielt, um letztlich die 10, sage ich mal, die Trumpf 10 zu schützen. Was wird passieren? Die Gegner machen ihren ersten Stich. Acht Augen. Es kommt Karo König. Der sieht natürlich auch so ein bisschen verdächtig anschissmäßig aus. Also mit verdeckten Karten kann man natürlich auch mal leicht auf den Trichter kommen, jetzt hier mit der Karo 10 zu klettern. Auch dann ist das Spiel wieder nicht zu gewinnen, denn der Karo König ist tatsächlich logischerweise hier auch aus der längeren Farbe. Viererlänge Karo steht hier, wenn hier die Viererlänge Pik steht. Aber die 7 war korrekt und wie gesagt, im Original im En-deux mit offenen Karten auch zu sehen, denn hier steht das Karo Ass blank. Also den Zug können wir so einmal akzeptieren. 23, ja, und jetzt kommt hier auch wieder so ein kleiner, mieser Stich. Pik, Lusche, Karo, Lusche. Also jetzt ist schon klar, ja, hier stehen die vier Pik, deswegen auch relativ wahrscheinlich, die Karos werden alle hier stehen. Karo 10 wird wahrscheinlich nicht laufen. Trotzdem jetzt ein Abwurf verliert auch wieder das Spiel. Kreuz König Abwurf oder Karo 10 Abwurf, noch schlimmer, verlieren beide das Spiel. Es muss jetzt hier schon die Herz 10 gerettet werden auf 52. Und dann, ja, gibt es auch wieder nur eine Fortsetzung, die uns noch im Spiel hält. Das ist die
Karo 10. Ansonsten ist nämlich die entscheidende Karte, auf die wir jetzt noch spielen können, das ist die Pik 10. Und die ist ansonsten weg, wenn wir irgendwie anders fortsetzen. Karo 10 wird gestochen. Logisch, wenn die nicht gestochen wird, sind wir auch Sieger. Also Spieler muss hier schon stechen. Und ja, jetzt kann er das Pik Ass spielen. Er hat ja beide Pik Vollen. Das ist hier der Vorteil. Beide Pik Vollen sind noch unterwegs. Pik Ass, logisch, wird jetzt hier vorgestochen. Wir schmeißen ab. Karo Bube ist natürlich auch noch im Spiel. Der sitzt aber hinter uns und das ist jetzt die entscheidende Geschichte. Karo Bube ist hinter uns bei dem Mann, der auch noch die Pik 10 führt und deswegen kann er die Pik 10 an uns nicht mehr vorbeibringen. Jetzt, je nachdem, wie wir stechen, kriegen wir entweder, wenn wir hier mit der Lusche stechen, direkt die Pik 10 abgeworfen und haben 62. Das ist dann das Maximum, was die Gegenspieler rausholen können. Wenn wir mit der Dame stechen, ist es eigentlich noch lustiger und interessanter, kommt hier noch der Überstich mit dem Karo Buben und dann im 10. Stich schnappen wir mit der Trumpf 8 die Pik 10 auf 62. Also wer das, sage ich mal, mit verdeckten Karten direkt rauskriegt, das ist schon mal großartig, diese Zugfolge zu finden. Da gibt es viele Risiken, unter anderem da mal auf den Karo König mit der 10 zu klettern oder nur die Trumpf Lusche zu spielen. Aber eben auch beim Endeu, selbst mit offenen Karten, wenn du nach dem ersten Stich einstehst, die Karten gehen auf, du siehst, wie die Verteilung ist, ist das gar nicht so leicht rauszufinden oder zu sehen, dass du im Prinzip auf einer Gewinnposition sitzt. Also, ne, vor allen Dingen denke ich mal, was man da gut dran sehen kann, wenn du die Trumpf Vollen hast, dann schütze sie, indem du vielleicht doch mal relativ hoch Trumpf ausspielst, Buben spielst und so eine giftige Pille, 0 Augen, ist selten gut da abzuwerfen, gerade wenn du in Hinterhand bleibst, da steht irgendwie schon drauf, dass das ein Anschlusszug ist. Das von daher denke ich ein sehr interessantes Beispiel, eine gelungene Partie. Danke an Thomas an der Stelle nochmal. Und dann letzter Hinweis, heute Abend möchte ich live streamen wieder ab 21:30 Uhr, falls ich dann noch nicht direkt da bin. Ich habe vorher noch einen Termin, bei dem ich nicht genau weiß, wie lange der geht. Kann also sein, dass ich ein bisschen später reinkomme. Ich denke aber, dass ich 21:30 Uhr schaffe. Die Chance ist ziemlich gut. Ja, abschließend dann bedanke ich mich einmal recht herzlich bei Sigrid Broschel-Wagner für eine Unterstützung meines Kanals, genauso wie bei Dietrich Schumann. Ich weiß das sehr zu schätzen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wie immer, gut bleiben.